Weil da war nämlich noch eine Tür, wo man das eigentlich einsetzen kann und ich muss erstmal diese Zombies und Lecker da erstmal aus dem Weg schaffen. Eieiei. Das wird noch ein heftiger Tobak. Ja, ich bin irgendwie heute nur am Safen, keine Ahnung warum. Saven, saven, save, save, save. Ich hoffe, ich schaffe das Spiel heute, ich denke aber nicht. So, will ich nicht hier zurückkehren? Ich glaube ja. So eine bessere Abkürzung eigentlich. Muss ich nicht nochmal so einen weiten Weg zurücklegen. Ich werde es warten, bestimmt hier lecker auf mich. Wie kann man die ausschalten? Nee, hier war das noch nicht. Aber da drüben. Ja, ich schaue sie doch. Ja, da an der Wand. Ich hab's gesehen. Umf, verätze. Müsste tot sein. Da hinten ist noch einer. Den habe ich mit Säure erstmal ausgeschaltet. Und das ist erstmal du, Kumpel. Komm her. Na los, komm her. Schnell. Ich bin noch. Meiner Meinung nach habe ich den noch hier erwischt oder täuscht mich jetzt da? Ich will die erstmal ausschalten. Hinten. Alter, holy fucking shit. Nein. Ist tot. Alter, ich hasse euch.
Ohne Scheiß, ich hasse euch, ihr Scheißlick. Die kann man schon mit Säuregranaten besiegen. Das ist das Gute. Ja, ist sein Kopf zerschossen. Irgendwas kann ich mit dieser Trophäe noch anstellen. Keine Ahnung was, aber irgendwas kann man da noch machen. Was brauche ich denn da? Heißt, ich bräuchte diese Funkwellen. Sag mal, wie geht das denn hier? Das ist echt kompliziert mit diesem Funkfilm, ich weiß ja wie. Ja. Moment. Muss exakt auf der Linie passen. Jawohl, ich hab's. Sehr gut. Meine nur, was hat mir das jetzt gebracht hier? Verstehe ich noch nicht so ganz. Aber ist ja egal. Heilkraut. Ja. Brauche ich. Na, dann gehe ich hier nochmal hin.
Blicke haben wir jetzt beseitigt. Hier könnten wir rein. What the fuck? Wo kommt der bitte her? Ich hab mich voll erschrocken, wo der herkommt. Ich kann mir vorstellen, woher. So, die wollte ich jetzt erstmal ablegen, die brauche ich nicht. Wir holen uns jetzt erstmal das Heilkraut. Gute Idee. Dann haben wir erstmal eins mehr. Und dann, meine lieben Leute, werde ich erstmal gucken, was hinter sich dieser Tür da befindet. Hinter der hier. Da will ich erstmal wissen, was das für ein Raum ist. Ich ziehe auch immer daneben, ich hasse es. Nee, ich sollte meine Munition nicht so verschwenden. Dann soll ich mir erstmal das Heilkraut. War jetzt hier nicht noch eine Tür? Ah ja, hinten. Hinten war ja die Tür, stimmt, das war hier. Jetzt frage ich mich, was hier ist. Ich möchte mal nicht wissen, was hier für Genexperimente versucht wurden. Ist ja auch ein riesiges Labor. Willkommen zurück, Dr. Lee. Sie haben 5 neue Nachrichten. Absender Rick Mendoza. Betreff, was hat er vor? Kommst du darum, dass dieser Cat Wright, was für ein Arschloch. Naja, er ist der Boss. Vorerst, egal. Hast du meine Helix irgendwo gesehen? Ich habe das Geheimnis unten drauf geschrieben. Sag Bescheid, wenn du sie findest. Hast es nicht zu unserem kleinen Meeting geschafft. Schön, sorg dich nicht wegen der Gewächshaus Inspektion. Erlege stattdessen diese kleine Aufgabe. Stell ein Bankett für übernächstes Jahr zusammen.
bis heute Abend. Wir werden angegriffen, es gibt Tote, der Ostbereich ist isoliert mit den Armbändern, die wir haben, können wir die Brücke nicht benutzen. Wo versteckt sich dieser Drecksack Catwright? Hier und immer so weiter. Alles klar. Sind das die Anzüge hier? Ich habe so ein ganz komisches Gefühl hier. Ich weiß nicht warum. Ich krieg hier echt so ein richtiges Déjà-vu. Habe ich hier gerade. Verdammt! Hätte meinen Parker einpacken sollen. Schießpulver. Ja, was hat man hier Krankes versucht, frage ich mich vielmehr. Ja, hier brauche ich ja was. Eine schöne Schabe, nö. Leider. Ist schon irgendwo hier ein bisschen abartig teilweise. Glaube ich, hier muss ich nochmal hin irgendwann. Brandgranaten könnte ich nämlich nochmal ganz gut gebrauchen. Ja, müsste ich auf die andere Seite. Ich hole mir nochmal Brandgranaten. Zur Sicherheit. Bevor so ein pflanzenmäßiges Monstrum hier auftaucht. Da habe ich mich gestern so gefragt, was ist das für ein... Da habe ich mich dann so gefragt, was ist das für ein Viech? Aber es gibt nämlich noch einen Code, den ich eingeben möchte. Mach ich auch. Ich bin mir sicher, dass wir da noch hin müssen. Diese Kreatur kann uns nämlich den Kopf abbeißen. So viel weiß ich schon. So, jetzt gehen wir dann nämlich mal, weil wir ja hier noch die Trophäe haben. Was ist da wohl drunter? Ein Code. Genau, und den, glaube, den habe ich meines Wissens nach schon eingegeben. Die nehmen wir natürlich mit. Ich speichere das vorsichtig, aber man weiß ja nie, ob das Spiel abstürzt. Keine Ahnung. Jetzt rausfinden. Nein! Ohohohoho. Habt ihr gar nicht gesehen? Alter! Krank! Kranker Scheiß! Komm mal ruhig herkommen.
verbrennen, du Mistsau. Mistviech, ey. Ekelhaft. Ich weiß, die können wiederbelebt werden. 100 Pro. Hab ich den Lutschen eingegeben? Wie war das auf der Trophäe? Das, den Geraden, das und den Geraden. Okay. Was? Nochmal. Was ist denn da falsch? Das Ding, den Graden, das und... Okay. Aber bin ich total behämmert? Ich weiß das doch, wie oft... Okay, das Teil, das... Ja, oder? Ich bin komplett bescheuert. Warum kann ich mir gewisse Dinge nicht merken, verdammte Kacke? Mann. Ich bin wirklich komplett bekloppt, oder was? Alter, was geht denn mit mir? Ich hab das doch so gemacht. Ja, du wirst mich doch echt richtig verarschen, oder? Spiel? Nochmal. Das erste nochmal. So ein Teil. Das hier. Das. 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 Anscheinend habe ich das schon. Ich will es mal da oben hin. Das heißt...
Hier rum? War ich eigentlich überhaupt hier schon? Manueller Modus aktiviert. Bitte Lösungsmenge an Kartuschenkapazität anpassen. Ach, das ist ja lustig. Verstehe, ich glaube, in allem muss gleich viel dran sein, oder? Wenn ich mich nicht recht irre. So, dann machen wir so viel rein. Muss ich mal nachschauen. Ich würde mal an der Stelle auch mal einen Cut machen, wie das geht. Bis gleich.